Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. So, ich muss mich gerade mal waschen. Wieso kann ich nicht ins Inventar? Hä? Ja, ich will ja auch ins Inventar. Hä? Das reagiert gerade nicht. Reden wir mal mit dem. Gott sei mit dir. Mit dir auch. Wem gehört dieses Haus? Wessen Haus ist das? Das des Kustos, des höchst verehrten Barons Sebastian vom Berg. Du hältst nicht viel von ihm, oder? Was ist ein Kustos? Was tut ein Kustos eigentlich? Tja, er soll sich um die Gemeinschaft kümmern und für Ruhe und Ordnung sorgen. Aber? Aber in Wahrheit ist ihm mehr daran gelegen, jeden Biss aufs Hemd auszunehmen. Okay, du hältst nicht viel von ihm, oder? Du scheinst nicht viel von ihm zu halten. Ein Mann, dessen Nase so hoch in die Wolken ragt, dass sie als Regenrinne dienen könnte, kann nicht so übel sein. Danke dir. Ich danke dir. Keine Ursache. Ist dir langweilig? Ist dir langweilig? Stinklangweilig. Wie kannst du dich in einer Stadt wie Sasau langweilen, die voll von Heiligkeit und Wissen ist? Sprich gar nicht erst davon. Die Bücher darf man nicht berühren, sprechen wollen sie nicht mit einem. Und als ich die Gebeine des heiligen Prokop betrachten wollte, verjagten sie mich. Mich? Okay. Wie einen gemeinen Dieb. Welchem Zweck dient dieses verdammte Kloster, wenn einem selbst das verwehrt wird? Viel ist nicht mehr übrig vom armen Prokop. Nun, es heißt, es wäre nicht mehr viel vom armen Prokop übrig. Was soll das nun bitte heißen? Ich mache dir keine Vorwürfe. Aber es haben nun einmal nur Mönche Zugang zum Reliquiar der Krypta. Zuvor haben Besucher Reliquien des heiligen Prokop entwendet, um sie nur für sich zu haben. Und das ist die Konsequenz. Ich weiß, doch so etwas würde ich nie tun. Ich wollte sie bloß berühren, das soll Glück bringen. Vielleicht kann ich dir helfen. Vielleicht kann ich helfen. Ach ja? Du führst doch nichts im Schilde, oder? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Ich wollte dir etwas aus der Höhle unter dem Kloster mitbringen, wo er sich aufhielt. Man kann dort hinein. Ich würde es zurückbringen, nachdem du es berührt hast. Also, das würdest du für mich tun? Du bist doch... Aber sicher. Ich wäre dir sehr verbunden. Ich habe eine Schüssel aus der Höhle des heiligen Prokop. Ah, okay. Das war die Aufgabe, eine dass Schüssel? Wir die holen. Ich habe etwas anderes erwartet. Sieh nur. Ah, ist der wirklich vom heiligen Prokop? Ja. Ja, er ist aus der Höhle. Ein wahrhaft erstaunlicher Ort. Bestimmt hat er wundersame Kräfte. Du hast recht. Mein Gott, welch Heiligkeit. Ich schulde dir was. Kann ich mich erkenntlich zeigen? Danke, aber ich möchte nichts. Danke, aber ich möchte nichts. Hab gerne geholfen. Im Ernst? Nun, danke. Gern geschehen. Weil ich hoffe, dann ist er ein bisschen kooperativer. Ich wollte die Reliquie nur berühren. Falls du also etwas unerlaubt genommen hast, solltest du es zurückbringen. Mach ich. Sei mit dir. Okay, weil ich hoffe dann, wenn ich da rein will, dass er mir besser gesonnen ist. Was ist mit dir? Schreiber. Kann ich mit dir reden? Nee, leider nicht. Alles Gute. Okay, ich komme jetzt gerade nicht rein. Dann gucken wir mal, dass wir mal die Kräuter wegbringen. Bin ja eh schon wieder überladen. Muss mal ein bisschen was ins Pferdeinventar packen. Den Bogen. Was
Was liegt hier? Hm. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Kräuter jetzt gesammelt. Leider auch welche, die ich nicht hätte sammeln sollen. Aber ich hoffe, ich kann ihm die einfach geben und gut ist. Die wollte ich ja gar nicht sammeln. Das war Versehen. Ich komme nicht mehr ins Inventar. Warum nicht? Ist da irgendwas? Muss ich das Spiel neu starten? Ich habe mich um das Unkraut gekümmert. Ist erledigt. Hast du die Beete gejätet und die nützlichen Kräuter in Frieden gelassen? Ich habe womöglich ein paar Kräuter herausgezogen. Es könnte sein, dass ich ein paar andere Pflanzen erwischt habe. Wenn es nur ein paar sind, ist es nicht schlimm. Okay. Ich werde mich selbst überzeugen. Alles Gute. Ja. Sollen wir nochmal handeln? Achso, kann ich gar nicht. Warum nicht? Alles Gute. Muss ich warten, bis er zurück ist? Ach, ich komme wieder nicht ins Menü. Weiß nicht, was da los ist. Schloss knacken. Haben wir nicht vor. Philipp aus Scarlet. Ich sehe keine Wunden, aber er zittert fürchterlich. Was habe ich denn? Ach, ich komme wieder nicht an die Aufgaben dran. Ich starte mal kurz neu ins Spiel. Einen Moment. So, jawohl, jetzt funktioniert es wieder. Keine Ahnung, was da war, dass das nicht ging. Hilft dabei, beschaffe Heilkräuter für Semek, versucht die Vorräte des Kustos zu erhalten, finde heraus, dass Philipp widerfahren ist. Das habe ich eigentlich gemacht. Habe ich da noch einen Teil vergessen? So, jetzt kann ich auf jeden Fall mal mein Inventar leeren. Falsche Taste. Dörrfleisch. Fackel, den Stoff können wir ins Pferdeinventar tun. Die Glaskelche kann ich ins Pferdeinventar tun. Den Bogen kann ich ins Inventar tun. Die nicht. Wermut, den Wollstoff kann ich ins Inventar tun. Zerbrochene Pfeile kann ich ins Inventar tun. So, dann sind wir schon mal wieder safe. Kann mal gucken, ob das noch mehr ist. Habe ich da noch irgendwas vergessen? Oder er vergewissert sich jetzt, ne? Da ist auch noch eine Distel. Die habe ich übersehen. Sonst sieht das doch gut aus. So. Bekomme ich jetzt meine Belohnung? Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du sagst, es sei erledigt, aber ich habe es mir angesehen. Das nennst du vollendet? Geh nur. Ich mach das lieber selbst. Mach's. Oh, zu spät. Was ist mit Philipp passiert? Was ist mit Philipp passiert? Philipp? Er ist bewusstlos. Hat Schüttelfrost und Fieber. Oh, das wusste ich nicht. Als er hier ankam, ging es ihm gut. Keinen Kratzer am Leib. Er hat die anderen hierher eskortiert. Aber plötzlich ging es ihm schlecht und irgendwann verlor er das Bewusstsein. Frag Johanka. Vielleicht weiß sie mehr.
Okay. Übung. Alchemie. Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Was kostet das, wa? Ich soll dich unterrichten nach allem, was du getan hast? Alles Gute. Okay, dann nicht. Vielleicht später mal. Da habe ich versehentlich das eine oder andere Kraut zu viel rausgezogen. Aber tatsächlich versehentlich. Ich gucke auch mal, ob ich hier mit den anderen noch reden kann. Er regt sich nicht. Aber die einzige sichtbare Verletzung ist die am Bein. Ich muss Johanka fragen. Diese Wunden wurden gründlich versorgt. Okay. Ich werde nicht gebraucht. Diese Wunden wurden gründlich versorgt. Hans aus Karlitz. Dem geht's nicht mehr so gut. Mal ganz unauffällig mitnehmen. Schlafloser. Herr im Himmel, ich bekomme kein Auge zu. Warum regst du dich denn so auf? Warum? Wegen meines Beins muss ich mindestens noch eine Woche hier bleiben. Es tut verdammt weh. Und weil auch noch alle die ganze Nacht rumjammern, finde ich keinen Schlaf. Ich werde dir helfen. Vielleicht kann ich etwas brauen, womit du Schlaf findest. Dann beeil dich um Himmels Willen. Ja. Möge Gott über dich wachen. Ach, da ist noch einer. Der kommt aus eigener Kraft durch. Okay. Ich finde einfach keinen Schlaf. Was weißt du von einem Schlaftrunk? Gibt es einen Trank für tiefen Schlaf? Gewiss, den alten Klassiker. Klassiker? Einige der Brüder haben gerne einen süßen Schlaf. Und manchmal ist das der einzige Weg. Ich zeige dir, wie man ihn braut. Hab Dank. Okay. Jetzt? Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Willst du mich verarschen? Okay. Hätte ja sein können. Alchemie beginnen. Lesen. Retterschnaps. Wer hier von kostet, speichert das Spiel und rettet seine Seele. Schlaftrunk. Wer nicht einschlafen kann oder Vieh zur Ruhe bringen muss, möge diesen Trank brauen und anwenden. Doch Vorsicht. Vor zu häufigem Gebrauch, denn er vermag den Geist zu schwächen. Bei weinenden Kindern reicht die halbe Dosis. Bereite Öl und je eine Handvoll Mohnblumen, Disteln und Einbeeren vor. Oh, die habe ich aber noch nie gesehen, die Einbeeren. Gib die Mohnblume in den Kessel und lass sie in für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Gib die Disteln hinzu. Okay, Kräuter. Wermut. So, Hase. Das öffne ich jetzt nicht, während der da ist. Sonst hat man ganz schnell was. Ich werde nicht gebraucht. Dings am Hals. Hier ist alles gut. So, die kann mal ins Inventar. Und der Dolch kann ins Inventar. So, sieht ansonsten ganz gut aus. Aber mit dem Dude kann ich leider nicht mehr handeln. Wo ist denn Johanka? Da. Grüß dich, Heinrich. Grüß dich. Was fehlt dem Mann mit dem Beinverbandband? Was fehlt dem Kerl beim Altar? Ich kann keine Verletzung erkennen, aber er ist sehr blass und nicht ansprechbar. Er hatte einen Beinbruch. Sah schlimm aus. Der Knochen trat durch die Haut aus. Wir haben versucht, das Bein zu richten, aber ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ich mache mir kaum Hoffnungen.
Ich habe andere in seinem Zustand gesehen und für die ging's nicht gut aus. Gott, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Und was schlägst du vor? Die Mönche helfen uns nicht und ich wüsste sonst niemanden. Was ist mit dem Henker aus Rattay? Oder ich werde es richten? Lass mich es versuchen. Ich richte sein Bein. Du? Ich versuche mein Glück. Schlimmer kann's eh nicht werden. Also verstehst du gar nichts davon. Wag es ja nicht, den armen Mann anzurühren. Was ist mit dem Henker? Was ist mit dem Henker aus Rattay? Normalerweise bricht er Knochen, aber vielleicht kann er sie auch wieder zusammensetzen. Der Henker? Selbst wenn du ihn überzeugen kannst, den lassen die doch nie rein. Vielleicht reicht es, wenn er es mir zeigt und dann kann ich... Lass dich nicht aufhalten. Ich jedenfalls habe jetzt genug zu tun. Sie ist nicht so begeistert. Semek hat starke Schmerzen. Einer der Verletzten, Semek, klagt über seine Blessuren. Er hat Angst, dass er nicht mehr arbeiten kann und... Semek? Ist er einer von uns? Nein. Nein, er ist Bauarbeiter. Er ist lediert und ans Bett. Um Himmels Willen, Heinrich, unsere Nachbarn verrecken. Unsere Freunde. Uns fehlt die Zeit für die Wehwehchen irgendeines Bauarbeiters. Oh, was hast du dir nur dabei gedacht? Hör zu, ich brauche doch nur den Namen einer Pflanze. Dann schlag doch in deinem Buch nach. Du hast hier schließlich ein ganzes Herbarium. Okay, was hat Philipp? Was ist mit Philipp geschehen? Der arme Kerl. Erst war alles in Ordnung mit ihm und jetzt verfällt er mit jedem Tag. Aber weißt du warum? Vielleicht. Er ist nicht aus Scarlets geflohen, sondern hat sich lange versteckt. Zwischen den Leichen. Falls er sich vergiftet hat. Was können wir tun? Wir? Nichts. Einzig Pater Simon hätte ihn retten können. Der kannte sich mit Giften aus. Und wo ist er? Er verließ doch Scarlets schon vor Jahren. Und weiß jemand, wohin es ihn verschlagen hat? Wenn du das Gerede über einen wilden Mann im Wald glauben magst, solltest du nach Rovna gehen. Okay. Gott behüte dich. Gott behüte dich. Kann ich mit dir nochmal reden? Einfach mal über die Leute drüber laufen, kann man auch. Okay. Das ist das Herbarium hier, oder? Wo ist das Herbarium? Brevarium des Signis. Es ist bekannt, dass im Körper eines Menschen vier Säfte wirken. Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schelim. Schleim wahrscheinlich. Sind sie ausgeschieden, erfreut sich die Person bester Gesundheit. Besteht jedoch Überfluss an nur einem dieser Säfte, durchschwemmt er den Körper, stört seine Ausgeglichenheit und führt sogar zu Krankheiten und zum Tod. Ein Überfluss an Schleim kann außerdem zu Diphtherie führen. Die Pest von Unregelmäßigkeit finde ich hier irgendwas zur Galle, zur Pflanze. Kann Trassal von Ungleiches... Will tanzt, aber zuckt. Verbannt. Kann ich die aufheben? Muss hier nochmal lesen. Kuhkräuter. Kann ich da auch blättern? Wismut. Ah! Tollkirsche. Distel. Die hat Violett. Ringelblume. Augentrost. Bilsenkraut. Johanniskraut. Kamille. Minze. Die ist auch violett. Wer Wein mit Minze kocht und am Morgen trinkt, kann in diesem Tage nicht von anderen Tränken vergiftet werden. Sie ist auffindbar in der unberührten Natur. Sie ist selten auffindbar, sondern vielmehr in der Nähe von Häusern und kultivierten Gärten. Erhöht die Redekunst und vertreibt die Müdigkeit. Ruhe! Jaja. Mohn, da ist rot. Die Einbeere wächst vorwiegend in tiefen Wäldern. Okay, dann weiß ich schon mal, wo ich suchen muss. Unkraut. Salbei.
ein aromatisches Kraut zum Räuchern und als Zutat für Tränke aller Art. Vertreibt Insekten und böse Geister. Bei Inhalationen führt der Salbei zu prophetischen Träumen, getrunken linderte alkoholbewogene Kopfschmerzen. Übermäßiger Konsum macht geistig träge, aber in der richtigen Zusammensetzung gebraut soll er im Kampf Stärke verleihen. Beinwell ist auch rot-violett. Bekannt als Schwarzwurz ist das beste Heilmittel bei gebrochenen Knochen, Schwellungen und Prellungen. Beinwell brauchen wir. Okay. Beinwell brauchen wir. Gut, dann weiß ich schon mal, was ich brauche. Das hätte ich nur noch natürlich noch gucken sollen, wo der wächst, dich Dummnuss. Lesen. Kräuter. Beinwell. Das ist schon mal der, den ich brauche. Wo wächst der denn? Salbei Beinwell. Erhöht die Gesundheit. Wächst an Ufern und in den Gräben am Rande von Feldern. Okay. Ufer und in den Baldrian haben wir noch. Okay, das war's dann. Beinwell brauche ich. Okay. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Mhm. Ich kann mal gucken, wie spät das eigentlich in-game ist. So, wie spät haben wir es denn? 15 Uhr. Nach Sonnenuntergang muss ich den Dude treffen. Dann könnte ich ja gerade mal wegen Beinwell gucken, ne? Das soll am Flussufer sein. Pförtner. Helfer des Klostermeiers, mit der kann ich nicht reden. Hier hätten wir Chance. Dass hier irgendwo im Graben wächst. Wermut. Ist kein Beinwell, aber nehmen wir trotzdem mit. Brennnessel. Tollkirsche. Nehmen wir auch mal mit. Neuer Spezialisierungspunkt verfügbar. Na, da gucken wir aber doch direkt mal. Resistenz, Pferdekraut. Was ist das? Wenn sich in der Satteltasche deines Pferdes genügend wohlriechende Kräuter befinden, scheut es nicht so leicht. Wir können Kräuter teurer verkaufen. Sehr gut. Wenn du Kräuter sammelst, bekommst du auch Erfahrung für deine Stärkeleiste. Ich glaube, ich nehme das mal. So. Haben wir doch bestimmt auch nochmal mehr Tollkirsche, ne? Ja. Nehmen wir die auch mit. Aber was ich eigentlich brauche, ist Beinwell. Wermut. Brennnessel. Sind schon wieder überladen. Beinwell, sehr gut. Das war das, was ich brauchte. Distel nehmen wir auch mit. Kann mal gucken, ob hier noch mehr Beinwell ist. Jawohl. Dann bringen wir dem Dude welches. Richtig vieles hier. Kann ich nachher noch was ins Pferdeinventar packen. Die nehmen wir auch noch mit.
Dass wir hier ein bisschen Kräuterkunde machen können, ne? Kamille. Johanniskraut und da ist nochmal Tollkirsche. Aber Einbeere brauche ich für den Dings. Den müssen wir auch noch suchen. Tollkirsche. Eine tolle Kirsche. Sehr schön. So, gehen wir erstmal wieder rüber. Beinwell ist hier keiner sonst, ne? Questlog. Beschaffe Heilkräuter für Samek. Finde etwas, was die Schlaflosen zur Ruhe verhilft. Muss ich mal gucken, was ich mit Beinwell machen kann. So. Brennnessel. Die können mal rüber. Disteln können rüber. Johanniskraut können wir rüber tun. Kamille können wir rüber tun. Löwenzahn können wir rüber tun. Minze können wir rüber tun. Tollkirsche. Wermut tun wir auch mal rüber. Beinwell brauche ich. Sind jetzt gewichtstechnisch aber auch wieder im Grünen. So, dann gucke ich mal, ob ich dem irgendwas brauen kann. Vielleicht können wir dem Dude ja ein bisschen helfen. So, Retterschnaps. Schlaftrunk. Da brauche ich die Einbeere. Und mehr kann ich noch nicht. Der redet nicht mit mir. Oder will mir zumindest nicht helfen. Scheiße, was ist los? Hoffentlich sind das die richtigen Kräuter. Sind das die Kräuter. Einer reicht, oder? Danke dir. Mit etwas Glück taugen die was. Komm in ein paar Tagen zu mir, falls du Zeit hast. Okay. Möge Gott über dich wachen. So, sehr gut. Müssten die richtigen gewesen sein, hoffe ich. Bruder Elias. So, es regnet. Sehr gut, dann braucht man eben gar keinen Trank brauen, sondern nur die Kräuter geben. Ja, damit würde ich sagen, beenden wir auch mal die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. In diesem Sinne, stelle ich mich ins Trockene und tschüss. Bis zum nächsten Mal.